Herzlich willkommen zurück in der Stadtverwaltung hier in der Toskana. Nach Ihrem Mutterschutz ist heute Ihr erster Tag wieder hier. Wie fühlt sich das denn an? Gut. Also ich freue mich, wieder hier zu sein. Ich freue mich, jetzt hier wieder mit anzupacken. Und heute ist ein ganz besonderer und auch irgendwie bewegender Tag gewesen. Die Verwaltung, die Kollegen, Kolleginnen hier haben mich wirklich sehr rührend und herzlich empfangen. Zugleich ist es natürlich auch der erste Tag, an dem ich jetzt wirklich weg bin von zu Hause, an dem das Baby jetzt zu Hause ist mit meinem Mann und meiner Mutter. Also es ist gut versorgt, aber natürlich ist es jetzt so die erste Trennung, wenn man so will, für uns beide. Aber es ist insgesamt ein guter Tag. Also ich freue mich jetzt wirklich auch wieder ein bisschen rauszukommen und mit dem Kopf was zu machen und hier mit den Kolleginnen und Kollegen zusammenzuarbeiten. Und es gibt ja auch wirklich viel zu tun und da will ich mich auch gerne wieder einbringen. Wie sind Sie denn heute hier empfangen worden? Sehr herzlich. Das war wirklich rührend. Ich kam heute Morgen hier hin und es sah hier schon sehr weihnachtlich aus. Also auch in meiner Abwesenheit wurde hier ein Adventskranz dekoriert und es standen schon Dinge parat. Und dann kam wirklich die ganze Kollegschaft, zumindest mal aus dem Führungskräftekreis und hier aus dem OB-Büro, und haben mich hier wirklich sehr herzlich empfangen mit rührenden Präsenten, die sie überreicht haben für unsere Tochter. Heute ist ja auch die Staffelübergabe gewesen mit ihren beiden Stellvertretern, genau. Bürgermeister Hotz und Bürgermeisterin Dorfmüller. Ja. Wie muss man sich sowas vorstellen? Wie geht sowas vonstatten? Ich habe mich natürlich auch bei den Bürgermeistern bedankt. Ich hatte Präsentkörbe für die beiden mitgebracht. Da können sie ihre Nerven jetzt wieder stärken nach der anstrengenden Zeit. Und jetzt haben wir uns zusammengesetzt. Das ist jetzt nur der erste Termin von mehreren Übergabeterminen, die stattfinden werden. Und haben einmal mir ihre Punkte mitgegeben, die sie mir jetzt eben für den ersten Tag schon mal mitgeben wollten, sind wir einfach verschiedene Themen durchgegangen. Ich habe selber natürlich auch Punkte und wir werden nächste Woche uns wieder zusammensetzen und einfach dafür Sorge tragen, dass es einen nahtlosen Übergang gibt und die Themen einfach wieder gut sozusagen hier zurückübergeben werden. Jetzt hatten Sie sicher zu Hause sowieso genug um die Ohren, aber wie hat es sich trotzdem angefühlt zu wissen, dass die beiden jetzt quasi ihr Amt fortführen? Das ist grundsätzlich natürlich ein super Gefühl oder ein großes Privileg, diese Chance zu haben, wirklich die Verantwortung abgeben zu können und zu sagen, ich bin jetzt für 8 Wochen im Mutterschutz, es waren ja effektiv dann sogar 10 Wochen, da das länger gedauert hat, und dass die Stellvertreter sich dann wirklich hier der Sache angenommen haben. Und meine Haltung war, ich habe das natürlich alles verfolgt. Es gab ja auch bestimmte Mails, die ich weiterhin gelesen habe. Ich habe natürlich aus der Presse alles verfolgt. Aber gleichzeitig war auch meine Einstellung, wenn man Verantwortung abgibt oder wenn man die jemandem überträgt, dann muss man das auch wirklich ganz machen und darf dann nicht, finde ich, vom Seitenrand reinfunken und sagen, so jetzt weiß ich es aber doch besser oder jetzt hätte ich es gern anders und da versuchen, irgendwie in Steuer einzugreifen. Sondern dann, finde ich, muss man auch wirklich ganz übertragen. Und das habe ich auch getan. Und für diese Zeit haben jetzt wirklich die beiden Bürgermeister hier gewaltet und geschaltet. Und dafür bin ich Ihnen sehr dankbar, dass sie das gemacht haben, und jetzt freue ich mich aber auch wieder selber zu übernehmen und die Verantwortung auch wieder zu übernehmen. Ich habe gerade heute ein Interview gelesen mit der neuen Familienministerin, die hat mittlerweile 4 Kinder. Anne Spiegel. Genau, funktioniert wunderbar. Ihr Mann schmeißt den Haushalt und kümmert sich um die Kinder und sie sagt, dieses Konzept muss einfach noch normaler werden, weil Karriere und Kinder dürfen sich nicht ausschließen. Familie und das Private ist natürlich das eine. Gleichzeitig ist es ja auch ein Riesenglück, wenn man beruflich was hat, was einen erfüllt und was man gerne macht. Und ich kann mir keine sinnvollere Aufgabe vorstellen, als sich hierfür die Stadt einzubringen. Und insofern, ja, müssen wir dafür Sorge tragen, dass es vereinbar ist. Wir kämpfen da jetzt zu Hause sozusagen an privater Front und ohne die Unterstützung von meinem Mann und auch meiner Mutter und der weiteren Familie würde ich das auch nicht hinbekommen. Und ich hoffe natürlich, dass das vielleicht jetzt auch andere ermutigt, dass das vereinbar ist, dass man auch sich engagieren kann, politisch engagieren kann. Beim Kommunalwahlkampf haben wir das mitbekommen, dass viele Frauen doch zögern, wenn sie angefragt werden, ob sie sich für den Stadtrat aufstellen wollen, solange sie noch Kinder haben, eben, die sie zu Hause erziehen. Ja, dann sind viele da zurückhaltend. Also da möchte ich gerne Mut machen. Aber genauso natürlich auch Kolleginnen und Kollegen hier in der Verwaltung, die Familie gründen oder Familie haben, dass sie wirklich trotzdem im Job gefragt sind und gewollt sind und gewünscht sind und dass man das auch immer hinbekommt dann mit der Familie. Ja, wie geht's jetzt weiter? Was passiert heute oder in den nächsten Tagen? Also heute habe ich weitere Termine sozusagen zum Abgleich wieder mit den anderen Führungskräften. So geht es auch in den nächsten Tagen weiter. Ich habe jetzt mit jedem der Kolleginnen und Kollegen einen Termin vereinbart, damit wir uns einfach auf Stand bringen können oder sie mich auf Stand bringen können, was in den letzten 8 Wochen hier war.
Zugleich habe ich natürlich auch einige externe Verpflichtungen. Es stehen noch Verwaltungsratssitzungen an oder Ähnliches, die nehme ich natürlich auch wahr. Und dann ist ja nächste Woche schon Weihnachten vor der Tür. Die Verwaltung geht in eine Weihnachtspause, auch Corona-bedingt, so wie wir es im letzten Jahr auch gemacht haben. Das heißt, ab 24. ist hier zu. Und dann zwischen den Jahren und Anfang des neuen Jahres bis zum 10. Januar nur ein Notbetrieb, also vormittags von 8 bis 12. Und ich werde hier für meinen Teil auch die Stallwache sozusagen halten, weil das für mich eigentlich auch eine gute Gelegenheit ist, jetzt sukzessive wieder reinzukommen und dann im neuen Jahr wirklich wieder voll aufgestellt zu sein. Und im neuen Jahr ist dann eigentlich das Highlight gleich im Januar, würde ich sagen, die Bürgerversammlung, die Ende Januar stattfindet und wo wir dann den großen Überblick geben werden, wie war 2021 und was steht 2022 an, damit da alle Bürgerinnen und Bürger auch gut informiert sind. Vielen Dank. Dankeschön.